Servus und herzlich willkommen zu dem Livestream hier bei King of Retail. Moin moin. So, ich muss wieder gucken, ob alles läuft. Meine Kamera war ja schon wieder weg. Moin Pitti. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, alles gut. Ich wollte um 10 Uhr eigentlich streamen, aber ich bin erst um 9 Uhr aufgewacht. Oder um kurz nach 9. Weil ich habe dann gestern noch einiges geschnitten und während ich meine Videos überspielt habe, habe ich dann noch ein bisschen Planet Crafter gemacht, dann wieder in meinem eigenen Spiel. Ich glaube so eine halbe Stunde oder sowas. Hi Jonas. Und dadurch konnte ich das heute nicht wirklich Servus. Machen. Servus. War alles ein wenig knapp. Servusle. So, aber ich hoffe, man hört mich gut. Aber ich denke, ja. Ich habe ja wieder einen guten Ausschlag. So, unser Shop wartet auf uns, ne? Jetzt bin ich echt einmal gespannt. Ich bin echt gespannt, ob ich das hinbekomme. Ich habe jetzt ja gerade mal 460. Irgendwas hat es beim letzten Mal. Ja, ich habe Ausschlag. Ja, alles gut. Ich habe beim letzten Mal hat jemand geschrieben 1300. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es genau war. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz orientieren. Wir haben bestellt. Genau, wir hatten die 80 und 26 Artikel haben wir verkauft. Ich hoffe natürlich sehr, dass das Ganze ein bisschen nach oben geht jetzt halt von dem Image. Morgen Tom, stimmt, der hat hier den Servus mit reingeschmissen. Servuser, Servusler. Servus. Oder Mahlzeit, ja. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da nicht ein bisschen was verändern werde. Ob ich hier vielleicht mal nur ein klein wenig nach oben rutsch. Ah, gut. Ich habe vorhin meine Tastenzuweisung wieder gemacht. Und jetzt hatte ich schon Schiss, dass es mich ausblendet. So, die Sweatshirts machen wir mal auf 22 hier. Oder die Jacken sind es, glaube ich. Ich hoffe mal, das geht. So, kurzärmlich. Prösler. Trinken wir gleich mal einen Schluck von dem frischen Kaffee. Ja, ist noch heiß. Jetzt ist er noch heiß, später nippe ich dann wieder am Kalten. So, was machen wir hier? 39. Die sind eigentlich schon mit 20,80 einiges teurer. Aber die sind wahrscheinlich zu teuer, ne? Weil die wurden gar nicht verkauft. Machen wir hier mal 16. Lieber ein paar verkaufen für einen geringeren Preis, als gar keine verkaufen, ne? So. Da ist eins verkauft worden, da sind drei verkauft worden. Warte mal, da machen wir hier auch 16. Da dementsprechend dann auch 16. Hier machen wir 13. Da dementsprechend auch 13. Ich will es nicht übertreiben. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss, dass dann gar nichts gekauft wird. Werden wir sehen. Ich hoffe jetzt jedenfalls, dass der Ruf ein klein wenig hochgeht, wenn wir rausgehen. So, wir haben auf jeden Fall Leute am Start. Verkäufer und die Anschaffer. Ja. Werbung, ich weiß nicht, ich hab nur 460, ich würde jetzt noch keine Werbung schalten, auch wenn das was bringen soll. Ich weiß nicht, vielleicht höchstens eine kleine Werbung.
Nee, ich gehe raus. Wir gehen raus in den nächsten Tag. Ich bin jetzt halt einfach zu gespannt, ob das klappt alles oder nicht. So, ich bin jetzt auch gespannt, wie hoch wir rutschen werden. Auf jeden Fall haben wir nicht das Level 3 erreicht. Noch nicht einmal Level 2. Na, super. Okay, wir haben Gesamtgewinn minus 248. So, wir sollten eigentlich alles da haben, dass wir auf jeden Fall hier einräumen können. Und die Lieferung, die kommt ja dann erst so gegen 12. So, das Ding ist voll. Da fehlt ein bisschen was. Okay, da hängt alles drin. Mal ein kurzer Blick ins Lager. Wir haben auf jeden Fall noch genügend Zeug drin. So. Moin Hogan, Servusle. War das eigentlich Absicht, dass im letzten King of Retail Video auf YouTube kein Ton ist? Du meinst in den ersten 10 Minuten vom Geschäft? Meinst du das? Das Problem war, ich habe den Stream angefangen und hatte wieder vergessen, zu dem Zeitpunkt den Sound anzumachen. Also man hat weder das Spiel gehört, noch hat man mich gehört. Allerdings nehme ich ja meine Stimme separat auf und das Video nehme ich ja quasi auf anderen Spuren auf. So, jetzt habe ich mich zum Glück noch mit Ton gehabt, aber das Game leider nicht. Naja, shit happens, sagt man, ne? So, ich lasse hier mal ein wenig schneller laufen. Ich vermute, wir kommen fast nicht drum rum, dass ich den Laden dann ein bisschen länger vielleicht aufmache, um einfach ein paar Artikel mehr zu verkaufen. Ah, gut, er hat schon mal zwei Artikel genommen. Drei Artikel? Also der hat jetzt drei Artikel genommen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. 32? Ne, dann doch nur zwei. Hab mich nur gewundert, ja. Ich habe überlegt, ob ich nicht eine Einblendung mit reinmache. Sorry, dass der Ton fehlt oder sowas. Aber dann dachte ich mir, naja gut, nach 10 Minuten, glaube ich, oder so, hat ja dann der Ton angefangen, wo ich dann gemeint habe, oh, man hört mich ja gar nicht. Ja. So, ich muss hier auf jeden Fall mal ein bisschen Auge drauf haben, ob hier irgendwelche Diebe rumstromern. Ich hoffe es nicht, weil das würde mir jetzt ja gerade am Anfang schaden. Ich meine, ich habe zwar meine Verkäufer als sichere Verkäufer eingestellt, aber trotzdem. Später wird mir das keine Probleme mehr machen, dann juckt es mich nicht vom Gewinn her oder so. Es klingelt in der Kasse jedenfalls so. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich auf die 1300 komme. Also da hinten ist zumindest schon mal alles weg. Das ist schon mal ganz gut. Yes, es läuft, es läuft. Es läuft noch nicht super, aber wir sind, denke ich mal, mit einem ganz guten Start dabei. Also ich habe im Grunde nicht wirklich Angst, dass wir hier irgendwie pleite gehen oder sowas. Siebzehn Uhr Feierabend, wir haben 1400. Fast 1500, das ist doch cool. Ups, was will ich hier? Da wollte ich hin.
Ich hoffe, das kann ich noch auspacken, bevor wir nach Hause geschickt werden. Die Bestellung mache ich dann erst am Computer. Aber Hauptsache, ich schaffe das hier noch. Jawohl, gut. So, Miete, Lohn. Und wir haben auf jeden Fall Plus. Yes, und damit denke ich, sind wir dann auch wirklich durch, weil wir werden auf jeden Fall Level 2 hochrutschen jetzt. Und ja, hervorragend. Ich bin zufrieden jetzt schon. So, Bestellungen. Wir bestellen einmal das Mindestlager. Wunderbar. Zack. Jetzt haben wir noch 527. Ich würde sagen, ich kümmere mich wirklich darum, dass wir jetzt länger aufmachen. Und zwar wirklich eine Spätschicht länger. Und dann kann ich irgendwann, wenn es noch besser läuft, dann einfach in der Früh nochmal 4 Stunden dazu packen. Vier Stunden. Also, wir brauchen jemanden, der anschafft. Gucken wir mal, was da noch liegt. Verkäufer, stellen wir ein, die Lucy. Dann machen wir die in die Spätschicht, ganz klar. Halt, da. Ich muss ja das wieder den ganzen Tag erst angeben. So, halt. Dich mache ich jetzt noch eine Stunde länger, ist klar. Sondern brauchen wir nochmal jemanden, der als Marktschreier fungiert. So, wie schaut's? Oh. Die will aber höheren Lohn, ne? Aber die wär eine gute Verkäuferin zusätzlich. Wir sind uns fast einig. Moment, ein bisschen noch. Sie machen es knapp, aber ich akzeptiere. Alles klar. Für 15,95 auf die Straße stellen? Ich weiß nicht. Lieber als Verkäuferin noch mit rein, oder? Aber es sind noch nicht so viele, die... Ich mache jetzt halt mal die Caroline. Die mache ich jetzt halt trotzdem mal auf die Straße als Begrüßer. Die mache ich jetzt mal auf die Straße als Begrüßer. Und die muss ich dann später nur umstellen, dass ich die dann als Verkäuferin reinnehme, weil die wäre mir ein bisschen zu schade, um nur draußen zu stehen auf der Straße. So, hier würde ich jetzt, wir haben auf jeden Fall Plus gemacht. Wir haben 527, ich würde tatsächlich mal eine kleine Werbung schalten. Nur so eine A5 für ja, Männer-T-Shirts, was anderes haben wir ja nicht. Und für Arbeiter. Haben wir Arbeiter so viel? Ja, die gehen für mich anschaffen, also die Kunden ranschaffen, meine ich. Warte mal, sind das... Kann ich nicht hier das Ding nochmal sehen? Kunden, Stadtanalyse... Nee, wir haben hier die Ökos haben wir. Arbeiter haben wir gar nicht so viel. Wir müssen die Ökos anquatschen. Die Ökos... Hi Michelle. Servus. Ja, einen Tag würde ich machen. Das sind 260. Ich glaube, das kann ich mir jetzt halt mal erlauben. Jupp, ab in den Laden. Jetzt müssen... Ach komm, wir müssen auf 3 springen jetzt halt. Komm. Yes. Und damit haben wir schon den ersten Stern und das ist, denke ich mal... Ganz, ganz wichtiger Punkt, jetzt halt hier schon mal den Laden an der Ecke erreicht zu haben. So,
dann mal kurz einräumen. Wir haben ja zum Glück alles da. So, hier mache ich mal einen Rabatt von 5%. Keine Ahnung, vielleicht hilft das was. So, oh, halt, hier. Zimmer gleich offen fürs Geschäft, jawohl. Und los geht's. .67, also wir sollten auf jeden Fall hoffentlich mit den 4 Stunden länger bei 1500 rauskommen, hoffe ich. Der hat schon mal 2 Sachen genommen. Gut, gut. Früh ist noch nicht so viel los, ne? Ich muss aber jetzt auf jeden Fall auch in dieser Staffel, also in dem Bereich muss ich jetzt definitiv mehr auf meine Mitarbeiter schauen. Ich will nämlich nicht, dass hier wieder jemand kündigt. Ja, das ist jetzt mein Laden. Das ist jetzt tatsächlich mein Laden. Und ich glaube, die ersten, das ist jetzt der dritte Tag, ne? Wir haben das ganz gut gewuppt. Also ich denke mal, dass ich die Paluten-Shirts doch ein bisschen teurer machen kann. So, und wieder die Augen offen halten. Wegen Dieben. Christoph ist ein guter Verkäufer. Ja, ich glaube, das läuft wirklich ganz gut. Wir sind jetzt gerade mal bei 14:30 und haben definitiv schon mehr verkauft als den Tag vorher, ne? Das ist cool. Schaut gut aus. Ich weiß noch nicht genau wegen den Farben, aber... ob ich das nicht umändere, dass ich blau und dieses komische grün-türkis irgendwas, ob ich das nicht tausche. Wow, 16 Uhr. Also wir haben jetzt schon mehr verkauft, definitiv, wie am vorigen Tag bis 17 Uhr. Und wir haben es sogar länger offen. Das heißt, ich könnte eigentlich, wenn Caroline kommt, die könnte ich doch eigentlich mal hinter... Oder nee, warte mal, ich mach der mal ganz kurz einräumen. Auffüller. Wir machen die jetzt mal kurz zum Auffüller, weil wir haben immerhin noch 4 Stunden. Wir haben die Waren auf Lager. Sag bloß, die hat es noch nicht gelernt. Oh Gott, nein. Oh Mann. Okay, dann raus mit dir. Und ich laufe schon wieder dahinter. Ich muss das... Ach so, Caroline ist am Auspacken. Hups. Ich habe ja Caroline, habe ich ja... Caroline. Auffüller bitte. Oh Mann. Genau, häng mal ein paar Sachen rein, dass dann auch wieder Kunden reinkommen. Aber anscheinend machen die jetzt halt auch nicht mehr... Anscheinend machen die jetzt auch nicht mehr irgendwelche Sachen kaputt. Also zumindest habe ich bis jetzt noch keine Meldung bekommen, wenn irgendwer was ausgepackt hat. Ach, super. Super, dann kann ich sie jetzt gleich wieder raushetzen.
Ja, es klingelt wirklich gut in der Kasse. Ich habe gehofft, dass wir zumindest die 1500 reinbekommen. Ah, okay. Thank you. Ja, ja, bin schon da, bin schon da. Zum Glück hat Lucy da auch aufgepasst. Also die Meldung, das wisst ihr ja nicht, die bekommt man trotzdem, auch wenn man denjenigen erwischt hat. Ich hoffe sehr, dass die das gefixt haben zum nächsten Update. Feierabend, wunderbar. So, dann können wir gleich... Mindestlager 99 Artikel, wow. So, wir gucken nochmal raus, aber wir haben tatsächlich das Lager so gut wie leer, ne? Oh, ich hänge schon wieder in dieser Ecke drin hier. So, ich glaube, das war hier noch eins, oder? Alles egal. Ab zurück ins Büro. Yes. Also ich habe keinerlei Bedenken, dass der Konzern was wird. Die Werbung, denke ich, hat schon auch ein bisschen was dazu beigetragen, auf jeden Fall. So, E-Mail. In Bezug auf meinen Lohn. Die arbeiten gerade mal 3 Tage da. Und wollen jetzt halt schon Lohnerhöhung. Das ist, ich weiß nicht. Es geht ein bisschen zu schnell in dem Spiel, finde ich. Ich lasse das mal noch mit den... Oder mache ich dann gleich... Was kostet denn eigentlich hier eine Erweiterung? Was kostet denn da... ein Ladenbereich... Wow. Aber warum kann ich nicht ein einzelnes Ding... Ach, wahrscheinlich, weil ich da Wandregale habe, ne? Deswegen geht es nicht. Wenn ich da natürlich was hab... Ja, wenn da natürlich was hängt, dann geht es auch nicht, ne? Aber okay, ein Tausender müssen wir rechnen, dass wir den Laden hier erweitern. Boah, das ist schon... Das ist schon hart, ne? So, aber ich traue mich dann natürlich gleich nochmal die Werbung zu schalten. Diesmal eine A4. Und ich nehme die Ökos rein. Ich nehme trotzdem die Arbeiter mit rein, auch wenn die nur einen kleinen Anteil haben. Und waren das Technikfreaks oder was waren das nochmal, Buchhalter? So, erstmal schön frühstücken nebenbei. Na, einen guten Hunger. die Renten haben wir da noch, ne? Aber das passt schon mit den Technikfreaks und dann... Ja, die Technikfreaks und dann mache ich halt Rentner, meine Güte. Aber für Renten habe ich eigentlich nicht wirklich Zeug, oder? Machen wir es so. Technikfreaks, das sind 300. Machen wir mal auch nur einen Tag. Das passt. So, die sind soweit okay. Soll ich die Caroline... Nee, also wenn, dann wäre ein Auffüller zur Abendstunde auch nicht schlecht, ne? Weil wenn wir jetzt halt wirklich schon so weit sind, dass wir das alles verkaufen während des Tages. Oh Gott, das ist ein Spitzenverkäufer hier. Männerschuhe, Getränke und frisches Essen. Möglich eines sofortigen Rufes auf dem Bonus auf den Ruf in diesem Segment. Buchhalter, Studenten und Bauern. Oh, ich weiß nicht, was der will, ey. Ja, das dachte ich mir schon. Der liegt dann schon eher bei 20 Euro oder sowas. Nicht der beste Lohn, ist aber okay. Naja, also dich lasse ich am Tisch liegen. So, schauen wir mal. Das gefällt mir schon besser. Die kann ich selber ausbauen. Marketing, die ist gut für die... fürs Anquatschen.
Schauen wir mal. Danke, das halte ich für vernünftig. Mit 11 Uhr. Ja. Du wirst eingestellt. Dann ändere ich das nämlich jetzt halt gleich. Dann wird Diana jetzt halt nämlich unsere neue Anschafferin. So. Und wir machen Caroline jetzt zur Verkäuferin. Aber ich überlege, ob ich die nicht als Übergangsschicht mache. Also im Grunde 2 Stunden früher anfangen lasse. Dann hätte ich im Grunde in der Zeit hier in diesen 4 Stunden schon mal 2 Verkäufer gleichzeitig auf der Fläche. Und später können wir dann hier nochmal jemanden mit reinschmeißen. Aber den auf jeden Fall nicht. Der kostet mir gerade ein bisschen zu wenig. Ey, wir sind trotzdem im Plus, obwohl ich jetzt ja die Werbung auch noch gekauft habe, ne? Nicht schlecht. Ach halt, ich wollte die Paluten-Shirts wollte ich noch etwas teurer machen. So, wo seid ihr? Da. Die mache ich jetzt mal auf 19. Nein, warte mal, bestellt. Auf Lager. So, Bröstler. Machen wir denn, fehlen da nicht irgendwelche oder sind das tatsächlich alle? Das sind tatsächlich alle, okay. Dann könnte ich die eigentlich vielleicht mal ein bisschen höher machen, weil wenn wir wirklich alles verkaufen, ist das natürlich auch nicht schlecht, ne? Dann kann man hier mal ein bisschen mehr abgreifen. Was haben wir da? Das ist Team Edgar. Warum habe ich da eigentlich nur einen Team Edgar? Ach, habe ich da nur einen gekauft? Was sind das? Jetzt machen wir mal da 19. Machen wir so, verkaufte Einheiten. Doch da, ne? Ach so, und weil ich das auf Lager gemacht habe, ne? Deswegen habe ich es nicht gesehen. Okay. Machen wir da auch 19. Dann müsste das doch normalerweise ganz gut passen. Hoffe ich. So, wir stürmen rein. Ich hoffe, dass ich gleich den nächsten Schwung bekomme. Wir brauchen, glaube ich, Level 6 oder sowas, ne? Ja. Also da sind wir genau wieder an der Kante. Jawohl, wieder einen Punkt. Wunderbar. Das Konzernvermögen wächst. So, ich glaube auch... Was habe ich da noch drin? Ein schwarzes T-Shirt habe ich noch drin. Ja, dann muss ich schauen, weil es sind nämlich wenige Artikel jetzt... Durch das, dass ich so viel verkauft habe, da müsste ich im Grunde... Boing. Da müsste ich im Grunde das Lager ein bisschen erweitern, dass ich da dass ich mehr Regale reinstellen kann. Mal gucken, ob das auch ein Tausender kostet. So. 12 Uhr kommt die Lieferung. Das heißt, ich werde dann die oder denjenigen, der dann draußen steht, reinholen zum Ware auffüllen.